Ja, hi Leute, mein Name ist Vitali Brickmann und ich bin Hobbyfotograf aus Bielefeld und ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge in meinem Lightroom Corner. Wie immer ein paar Sachen davor. Ich wurde gefragt auf meiner Fanpage, wie ich denn meine Bilder so organisiere, archiviere, verwalte und da wollte ich ganz kurz ein paar Worte einfach darüber verschwenden. Ihr seht, hier unten sind meine ganzen Bilder. Das sind jetzt alle Bilder, die ich während diesem Shooting geschossen habe. Ich gehe ganz einfach. Beim ersten Mal gehe ich mit der, ich klicke ein Bild an und ich gehe mit der Pfeiltaste einfach immer rechts und gucke mir jedes Bild sozusagen an. Und was mir gefällt, kriegt ein Sternchen. Dazu gehe ich einfach auf den Nummernblock auf meiner Tastatur, auf die 1 und klicke erstmal alles, was mir erstmal so gefällt, mit einem Sternchen. Das kann man auch schön filtern hier. Ich klicke auf das eine Sternchen. Ihr seht hier alle Bilder, die von mir ein Sternchen bekommen haben. Und diese Bilder schaue ich dann meistens nochmal durch und die richtig guten kriegen dann von mir aus zwei, von mir aus ja zwei Sternchen oder drei oder vier, höchstens fünf Sternchen. Also es macht gar keinen Unterschied, weil man das halt immer schön filtern kann. Deswegen kriegt das Beste, die Besten von mir einfach nur zwei Sternchen. Das können wir zum Beispiel hier machen, ihr seht auch schon. So, jetzt hat es hier zwei Sternchen. Und die Bilder, die ich dann wirklich auch ausgewählt habe, kriegen wir von mir nochmal einen grünen Rahmen. Standardmäßig ist das die 8 auf dem Nummernblock. Hier kann ich den grünen Rahmen wieder wegnehmen, das seht ihr hier unten. Jetzt drücke ich wieder die 8, jetzt erscheint wieder der grüne Rahmen. Es gibt ja verschiedene Farben. Gelb kann man benutzen, zum Beispiel, wenn Bilder noch nicht fertig sind, die man angefangen hat zu bearbeiten. Oder die schon irgendwie bearbeitet sind, aber wo man denkt, so, ah, das hat mir jetzt noch nicht so ganz gefallen, da schaue ich später nochmal drüber. Und man kann auch rot machen, ja, vielleicht, nee, das Bild doch nicht oder so. Also wie gesagt, bei mir sind die Bilder dann grün, die ich benutze. Das sieht man hier an dem Rahmen hier auch ganz schön. Und jetzt kann ich auch einfach den Filter hier für grüne Rahmen setzen und ich sehe dann alle Bilder, die grün sind. Natürlich waren es bei mir sechs Bilder, die grün waren. Ich habe jetzt wegen dieser Lightroom Corner Folge hier, habe ich die anderen vier rausgenommen, weil ich, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, diese Bilder euch zeigen will, diese beiden, wie ich die bearbeitet habe, im Schnelldurchlauf. Also die Umfrage war 50-50 fast und ich dachte mir so, ach komm, ja, machst du einfach mal beide, sprichst du mal kurz an. So, dann wären wir auch schon dabei und ich würde sagen, wir bearbeiten dieses Bild hier und ich setze es mal zurück. So, ihr habt jetzt schon vielleicht gemerkt, ich habe erstmal ein bisschen gerade gemacht. Hier so ein bisschen schieben, man kann sich an den Linien gut orientieren. Wollen wir uns nicht zu lange damit aufhalten jetzt. Machen wir einfach mal so. Enter drücken. So, und dann gehen wir mal die Einstellung durch. Die Temperatur, die Farbtemperatur passt soweit für mich. Ja, was ich hier gemacht habe, war eigentlich die Klarheit. Plus 25, die Dynamik ein bisschen erhöht, weil das einfach die Farben auch total anbieten. Die Sättigung, ja, plus 5, so einfach ein bisschen angehoben. Kontraste habe ich hier gar nicht reingebracht. Und jetzt kommt eigentlich wieder das Hauptding bei diesem Bild. Das war einfach in der HSL, den Farbton anklicken. Und was mir nicht so gefallen hat, war das Grün hier. Und jetzt, ihr kennt das Werkzeug vielleicht schon. Ich klicke jetzt damit einfach aufs Grün und ziehe es in die andere Richtung. Und schon haben wir einen Farbton, der mir persönlich besser gefällt, auch besser vielleicht zu den Klamotten passt. So fand ich den eigentlich ganz gut. So, dann gehen wir weiter. Bei der, ja, Teiltonung habe ich hier nicht gemacht. Ich fand die Farben auch so schon ganz gut aufeinander abgestimmt. Eine kleine Vignette kann man da reinmachen mit der Objektivvignettierung. Also minimal, machen wir mal 50. Ihr kennt meine Lieblingszahlen. Hier nochmal bei der Kamerakalibrierung kann man noch einiges rausholen, wie ich jedes Mal finde. Hier hatte ich die Tonung auf 50. Ja, was nochmal auf jeden Fall, man sieht es ja hier am Balken, einfach nochmal dieses Violette verstärkt im Bild. Und das fand ich halt ganz hübsch. Man sieht auch hier in den Haaren, im Gesicht ein bisschen viel Rot, deswegen mache ich standardmäßig immer so ein bisschen Rot, nehme ich raus bei Blau und Rot, minus 10, ein bisschen rausnehmen. Ja, und hier hat mir der Farbton im roten Bereich noch nicht so ganz gefallen, deswegen bin ich hier nochmal so auf minus 25 gegangen. Und ja, das war es auch schon soweit, kaum zu glauben. Natürlich noch ein bisschen Verlaufsfilter gearbeitet, von links nach rechts kann man sehr schön machen. Ich mache das immer so bis zum Model, weil ich das Model ungern richtig krass bearbeite.
Aber wenn wir bis dahin gehen, reicht das vielleicht erstmal. Und hier kann man halt richtig schön die Klarheit verstärken, sodass ja, das Graffiti nochmal ein bisschen mehr, ja, einfach mehr Kontrast kriegt. Die Belichtung können wir, glaube ich, also sieht es auch nicht schlecht aus. Haben wir hier so ein bisschen noch Licht noch drin. Sättigung gar nicht so stark. Man kann mit der Temperatur wieder spielen, aber ich glaube, hier bringt das nicht wirklich viel. Es verändert doch das Bild zu sehr. Deswegen lasse ich das mal. Und ja, ich versuche das mal. Einer hat mir mal einen Tipp gegeben, wenn ich STRG halte, während ich einen neuen Verlauf ziehe, übernimmt er die Option, die wir gerade hier rechts festgelegt haben. Und ich versuche das jetzt mal. Ich halte STRG und ziehe das von links nach rechts. Und siehe da, es hat nicht geklappt. Danke für den Hinweis trotzdem. So, nichtsdestotrotz erhöhen wir hier auch ein bisschen die Klarheit und schon kriegt das Bild wieder so, so einen echt schönen Kontrast, der hier im Bereich des Models nicht zu stark ist, aber schön an den Wänden, weil die Wände sich total anbieten für sowas. Richtig schön. Ja, das war's auch schon. Also, ihr seht, man kann hier auch ein bisschen gerade machen, das mache ich jetzt nicht, weil wir wollen ja weitergehen zum nächsten Bild. Aber was ich euch auf jeden Fall zeige, ist ein Vorher-Nachher-Vergleich. Und Alter! Ja, ich find's geil. Und wie lange haben wir gebraucht? 2 Minuten? Ich weiß es nicht. Super, super, super cool. Gut, verlieren wir nicht zu viel Zeit, gehen wir rüber zum nächsten Bild. So, jetzt, da ist es. So, auch hier setze ich das Bild einfach erstmal zurück. Hier habe ich nichts begradet, passt ganz gut. Jetzt gehen wir hier die Einstellung durch. Ich habe eine Temperatur von 5000 gewählt, 5000 Kelvin. Die Belichtung habe ich ein bisschen angehoben. Das kommt gleich alles. Das Bild wird gleich relativ hell, aber dann zeige ich euch später noch, was ich da gemacht habe. Ne, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich hatte die Helligkeit. Ah, das war, weil ich, okay, in Lightroom 4, in Lightroom 3 das Bild noch irgendwie bearbeitet hatte, glaube ich. Kann gar nicht sein. Egal. Wir kriegen das hier hin. Ja, die Klarheit erhöhen wir erstmal. Ein bisschen wieder ein bisschen Kontrast reinbringen. Die Dynamik auch. Weil, finde ich auch schön, dieses Backstein hier, dieses orange-braune. Gefällt mir sehr gut. Ja, wir gucken einfach jetzt erstmal eine Radiationskurve. Hier habe ich eigentlich schon ein bisschen krassere Werte genommen als meine typischen minus 5, minus 5, plus 5, plus 5. So minus 45 und hier plus 45. Und da das Bild jetzt doch relativ dunkel ist, gehen wir hier bei der Belichtung einfach noch mal ein bisschen höher. Das müsste reichen. Ich spiele mal jetzt hier so ein bisschen mit den Reglern. Man sieht, dass im Gesicht wird es ein bisschen schön heller. Das können wir auch machen. Auf 15. Die Tiefen verdunkeln. Brauchen wir das? Nee, anstatt da den Kontrast jetzt aus den Tiefen ins Bild zu bringen, gehen wir einfach hier in die Radiationskurve und stellen den Kontrast auf mittlerer Kontrast. Somit kriegt er so ein bisschen stärker. Und ja, was haben wir hier noch gemacht? Das Rot habe ich hier in der Sättigung verstärkt, indem wir einfach hier auf die Lippen gehen. Wir können auch anzoomen. Jetzt mit dem Werkzeug hier in den Sättigung auf die Lippen gehen und so ein bisschen hochziehen. Natürlich wird auch alles andere ein bisschen rötlicher. Wir gucken mal, ob das einen Unterschied gemacht hat. An, aus, Achtung. Ja, es sind kleine Sachen, die manchmal Veränderungen reinbringen, aber trotzdem eine große Wirkung erzielen. Deswegen lassen wir das einfach so. Ja, bei der Tonung, ich habe hier eine schöne Tonung wieder reingebracht. Wie gesagt, immer, ich gehe erstmal auf 25 und auf 25, so damit ich einen schönen Unterschied sehe. Hier hatte ich so einen Wert von, ja, so 70 und hier war der so bei, ja, so schön ins Blaue hier, seht ihr schon, ne? Super, das sieht schon richtig cool aus. So 225, jetzt können wir nochmal ein bisschen abgleichen. Ja, so finde ich das ganz gut. Gerne vorher, nachher, immer vorher, nachher. Und ich finde vorher, nachher super. Also nachher finde ich super, vorher nicht so. Cool. Die Details ein bisschen anheben. Den Betrag einmal ein bisschen schärfen, so. Und ja, auch hier eine kleine Vignette kann man hinzufügen. Ich finde das Bild gerade noch immer ein bisschen dunkel, aber ich finde das hier rechts zu dunkel. Dazu kommen wir gleich. Ich mache erstmal trotzdem eine kleine Vignette rein, minus 25, denke ich mal, so.
Und bei den Effekten auch ein bisschen den Betrag. Ganz, ja, das ist schon fast viel, aber ja, das sieht ganz cool aus. So. So, und dann noch die Kamerakalibrierung wie jedes Mal. Da gehen wir noch ein bisschen mehr ins Violette rein. Gar nicht mal so viel. So, das reicht. Und ja, minus 10, minus 10. Und hier habe ich auch ein bisschen den Farbton verändert. Ja, machen wir auf plus 10 und auch hier in den blauen gehen wir ein bisschen in einen anderen Farbton rein. Super, das sieht schon mal richtig super aus. Und was ich jetzt meinte, natürlich wieder das Verlaufsfilterwerkzeug. Und wir bringen einfach ein bisschen Licht in die Sache. Ich stelle jetzt schon mal auf plus 50. Zieh das mal von rechts rein. So, und jetzt können wir noch ein bisschen rumspielen hier. Wir können es versuchen, noch ein bisschen heller zu machen. Finde ich auch cool. Warum nicht? So. Vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen zu viel. Oder was, wenn wir es dunkler machen? Sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Finde ich fast cooler. Wir machen es dunkler. Ja. Ist zwar nicht so wie das Bild am Anfang, aber warum nicht? Cool. Ja, ich würde da eigentlich gar nicht mehr so viel machen. Wir können mal gucken hier, was passiert mit der Temperatur. Nö. Ja. Ich gehe mal hier so. Ja, ihr kennt mich, ich liebe diese Werte. So, 25. Gehen wir mal hier. Sieht super aus. Cool. Sieht besser aus als vorher, als ich angefangen habe. Ja, ist auch schön. Gucken wir uns den Vorher-Nachher-Vergleich an. Voll cool. Yeah, das gefällt mir. Super. Ja, was soll ich noch sagen? Falls ihr noch mehr irgendwie wissen wollt über meine Organisierung, Archivierung oder so, ja, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wie mache ich das? Ich wähle halt die ganzen Bilder dann aus. Ne? Wenn die hier sechs Bilder sind, dann drücke ich STRG A, alle ausgewählt, gehe hier auf Exportieren und exportiere die einfach als JPEG. Das mache ich so. Ja, wie benenne ich meine Ordner? Wenn ich habe halt alles auf meiner Karte und ja, da ich das alles für meinen Kanal mache, benenne ich auch die Ordner dementsprechend. Der Ordner heißt Folge 9, ganz einfach. Das, was ihr gerade hört, was ich gerade aufnehme, kommt in mein Folge 9 und in dem Ordner habe ich noch einen kleinen Ordner, wo Lightroom Corner drin ist oder so. Also wenn man echt Sachen gut organisiert, dann findet man sie auf jeden Fall schneller. Ich würde nicht einfach alles raushauen. Irgendwo reinhauen, meine ich. Wie mache ich das auch manchmal? Ich mache immer, wenn ich eine SD-Karte in den PC rein tue und die ganzen Bilder halt übertragen will auf meinen Rechner, dann wähle ich meistens so das Datum, an dem ich es auch übertrage, damit man ungefähr so weiß, ja, in welchem Zeitraum war das so. Natürlich sollten die Fotos auf der Kamera nicht älter als 5 Jahre sein, dann bringt das nichts. So, ja, ich weiß nicht, fragt mich einfach, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt. Ich bedanke mich ich versuche es nochmal. Ich bedanke mich vielmal. Naja, warte mal. Ich bedanke mich vielmals. Ja, das hört sich irgendwie komisch an. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der 10. Folge wieder und die Folge wird richtig cool. Ihr könnt euch darauf freuen. Ja.